إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Schwester im Islam, ehrlich gesagt, ich hatte heute vor, über ein bestimmtes Thema zu reden, über den Tod. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich hier hingekommen bin und das hier gesehen habe, habe ich mich dazu entschlossen, über ein anderes Thema zu sprechen. Auch wenn ich ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich momentan ein bisschen meine Gedanken am Ordnen bin. Also ich bin momentan ein bisschen überlegen, was ich dazu sagen soll. Weil es nimmt langsam wirklich Formen an, dass ich denke, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, ja, was haben diese Leute gegen uns, fragt man sich. Soll ich sagen, was sie gegen uns haben? Nichts. Die wollen was gegen uns haben. Das ist das Problem, die haben ja nichts. Verstehst du, zuerst kam es, ja, die wollen Terroristen ausbilden. Weißt du, das heißt, die haben gewartet die ganze Zeit, das ist der Hass, ganz klar Hass im Herzen, weil es Kuffar sind, ganz klar Hass im Herzen. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sie haben nichts an ihnen gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, glauben. So, dann haben sie gewartet, bis sie etwas haben, bis sie etwas gefunden haben, wo sie ein Argument haben, gegen einen vorzugehen. So, dann haben sie von den Medien die Argumente bekommen, beziehungsweise die Scheinargumente. Die wollen Terroristen ausbilden. Dann kam danach die Rheinische Post, die unterdrücken ihre Frau. Das wurde dann alles gezeigt, dass alles Lüge ist und alles Quatsch ist. Aber die haben das so gerne gehabt, die haben so gesucht nach einem Vorwand, ja, um uns zu bekämpfen, sodass sie danach nicht mehr davon loslassen wollten. Subhanallah. Das heißt, du erzählst tausendmal und kommst mit Beweisen, die wissen genau, wir haben mit Terrorismus nichts zu tun. Die konnten mit unseren Frauen reden, die haben die Frauen gesehen, die wissen ganz genau, dass das alles Quatsch ist mit Frauenunterdrückung. Nee, interessiert nicht. Okay, was ist jetzt euer Problem? Wir wollen euch nicht. Ach so, wir wollen euch nicht. Das heißt also, demnächst kann ich hier in Deutschland, das heißt, die sind eigentlich verfassungsfeindlich. Verstehst du? Die sind verfassungsfeindlich. Verstehst du? Die sagen zwar, Verfassung ist die beste Verfassung, aber die handeln dagegen. Verstehst du? Wir sagen, wir glauben, Scharia ist das beste Gesetz. Aber wir haben kein Problem, uns hier an die Regeln zu halten. Welche Regel befiehlt mir hier in Deutschland, eine Sünde gegen die Scharia zu machen? Mir fällt keine Regel ein. Okay? Aber diese Leute sagen, nein, die Grundgesetz ist das Beste. Aber in der Praxis, ach, kämpfen sie dagegen. Stell dir mal vor, ich kann doch nicht entscheiden, ja, der gefällt mir nicht. Ach, demnächst gefällt mir der Nachbar nicht, dann mache ich eine Demonstration, vor dem seine Tür sagt, ja, zieh hier aus, ich will dich hier nicht. Wo sind wir hingekommen, Affe? In welchem Land sind wir? Und dann siehst du, ach, und dann siehst du diese Uneinsichtigkeit. Brüder, wisst ihr, was das ist? Subhanallah, manchmal liest man den Koran oder man hat den Koran gelesen, auch ich, jetzt auch, wo ich noch nicht Muslim war, und man sieht einige Verse dort, wo man die liest und man sagt, ich glaube an den Koran, aber es ist ein Unterschied, ob man etwas liest und daran glaubt oder ob man es versteht. Versteht ihr, es ist ein Unterschied, ob ich an die Hölle jetzt so glaube oder ob du die Hölle siehst. Verstehst du, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja? Also wenn du die Hölle sehen würdest, dann würdest du noch viel, viel mehr Angst haben vor der Hölle, als nur wenn du von der Hölle hörst. Ja? Und man hört im Koran von dem Verhalten der Kuffar. Man sieht in der Sira des Gesandten das Verhalten derjenigen, die den Islam bekämpfen. Wir wissen ja auch, es gibt ja auch viele Leute, die anders sind. Ja? Aber man hat das nicht selber gespürt. Subhanallah, Brüder, spürt ihr diese Ungerechtigkeit?
Subhanallah. Ach, der Prophet, was haben sie gemacht? Auf den Wegen, wo er gegangen ist, was haben sie getan? Nicht jetzt Hundekot hingelegt, ne? Da waren die ein bisschen sauberer gewesen, weil die waren nicht so dreckig gewesen, dass die Kot gesammelt haben und dann den Kot, anstatt den Dreck zu entsorgen, zu sammeln und zu warten, bis sie den dann an einem Tag dahin schmeißen. So dreckig waren die nicht gewesen, ja? Das heißt, die müssen ja irgendwo ein bisschen Kot hier haben. Vielleicht zu Hause in die Tüte reingemacht und dann hier hingekommen oder den Hund. Ja, also so dreckig waren die nicht gewesen. Was haben die gemacht? Die haben auf dem Weg, wo der Prophet war, haben die was hingelegt? Die haben da Dornen hingelegt. Dornen. Ja? Und was haben die noch gemacht, als der Prophet im Gebet war und sie haben gerade ein Kamel geschlachtet? Da haben sie ihm die Kamelinnereien auf den Rücken geworfen. Ja, seht ihr diese Parallelen, subhanallah? Und ich sage euch nur eins, das ist der Weg. Das ist für mich das hundertprozentige Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Subhanallah, aber das ist das Sunnatullah. Immer, wenn du auf dem richtigen Weg bist, kommt genau das, was denen, die vor dir waren, die auf dem richtigen Weg sind, auch passiert ist. Warum sind ein Drittel des Korans Geschichten? Das habe ich letzte Woche erzählt. Warum? Weil wir von diesen Geschichten lernen. Weil sich die Geschichte immer wiederholt, nur an anderen Orten, mit anderen Namen, zu anderen Zeiten. Und so wiederholt sich das. Und deswegen, wenn wir das Leben des Propheten a.s. angucken, vom Propheten Muhammad a.s., dann haben wir da eine besondere Eigenschaft. Und diese besondere Eigenschaft ist, dass der Prophet a.s. im Gegensatz zu vielen anderen Propheten alle Kapitel durchgemacht hat. Sodass ein Daya heute, einer der Predigt, der zum Islam ruft, aus dem Leben des Propheten für jede Situation, die ihm begegnen können, Lehren ziehen kann. Das heißt, der Prophet war mächtig gewesen, er hat einen Staat gehabt, er hat einen Staat gegründet. Was ist heutzutage, wenn jemand zum Beispiel einen Staat hat? Und der Prophet war in dieser Situation gewesen, wie wir jetzt. Und was haben wir gesehen, wie es in dieser Situation gekommen ist? Ist es lockerer geworden? Ist es leichter geworden? Nein, es ist nicht leichter geworden. Die haben sich nicht überzeugen lassen durch Argumente. Ach, überzeugen lassen durch Argumente haben sich diejenigen, die zum Islam gekommen sind. Aber diejenigen, ja, die einfach nur hartherzig sind, die haben sich nicht überzeugen lassen. Und was war damals das Argument gewesen? Mein Volk, ihr Gott, ja, sie haben gesagt, mein Gott, Hubel und so weiter. Aja'al al-aliyata ilahan wahida, inna dhalika la shay'un ujab. Hier, du lebst bei uns, das sind unsere Traditionen, das ist unsere Welt, das ist unser Land, das ist unser, genau dasselbe in Grün. Genau dasselbe in Grün. Du sagst, und wo ist das Problem? Wollte einem Menschen Unrecht tun, nur weil er sagt, la ilaha illallah? Nichts. Versteht ihr? Und dann sucht man erstmal nach Argumenten. Jetzt brauchen wir keine Argumente mehr. Die brauchen keine Argumente mehr, die sagen nur noch raus. Versteht ihr? Und deswegen müssen wir gucken, was haben wir zu tun. Ich sage erstmal weiter die Dauer machen. Weil jedes Mal, umso mehr die Wellen schlagen, umso mehr kommen auch irgendwelche Leute hier hin. Und auf der anderen Seite, worauf sie jetzt warten ist, sie warten darauf, dass einer ausflippt. Ja, natürlich provozieren. Habt ihr gesehen, wie hinterhältig die sind? Und ich kann hier sagen, ohne zu hetzen, wie hinterhältig die sind. Weil ich rede nicht von allen Menschen Gladbach, sondern von dieser Gruppe. Die kommen an, provozieren und sagen, hey, ich rufe die Polizei, bedrohen sie mich. Das heißt, die warten nur darauf, bis denen einer vor die Nase gehauen hat. Deswegen gebe ich euch den Tipp. Brüder, wisst ihr was? Die beste Bestrafung für die ist, links liegen lassen. Glaubt es mir. Das sind Leute, die kommen mit ihrem Leben nicht klar. Verstehst du? Das sind Leute, die deprimiert sind in ihrem Leben. Das sind üble Menschen. Ganz einfach. Weil sie ungerecht sind, weil sie unehrlich sind, weil sie Lügen erzählen, weil sie gewalttätig sind. Ach, soll ich jetzt noch sagen, ja, ist alles klar? Nee. Wir müssen wissen, wie die sind. Wir gehen dieser Sache aus dem Weg. Aber ach, guck mal, wir müssen eins wissen, Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Wir sind glücklich, wir sehen alle aus wie das blühende Leben. Ach, die haben jetzt einen Sinn in ihrem Leben gefunden, für den Satan zu arbeiten. Ich gebe dir die Garantie. Ach, das dauert nicht mehr lange, bis der erste von denen Herzinfarkt bekommen hat, Schlaganfall bekommen hat, Autounfall gestorben ist. Ja, das wird, Bruder, die Sache ist immer so. Ich erzähle euch eine Geschichte von meinem Vater. Mein Vater, der hat mit Religion in seinem Leben nichts zu tun gehabt. Ja, das ist eine ganz andere Abteilung, ist der, ja?
Da ist so ein Mensch aus dem Leben, kann man so sagen. Ja, der hat wirklich jeden Trott fabriziert. Ich kann gar nicht alles erzählen, wenn die Kamera an ist. Ja, aber auf jeden Fall. Leute, der sagt jetzt bei ihm im Ladenlokal, erzählt er mir, und meine Mutter sagt genau dasselbe. Die sagt, subhanallah, also subhanallah nicht, aber die sagt, immer wenn da Leute sind, die über den Islam schlecht reden und über uns schlecht reden, weil du unser Sohn bist und so weiter, auf einmal passiert denen was. Dein Vater, der fängt langsam an, voll daran zu glauben. Er sagt, der eine wird von der Zecke gebissen, ist auf einmal bekloppt geworden. Der andere hat einen Schlaganfall, der eine hat dies, der andere hat das, der eine auf einmal ist die Ehe kaputt. Alle die, die gegen den Islam kämpfen, sind auf einmal platt. Und glaubt es mir, Achi, die Strafe kommt. Entweder im Diesseits oder im Jenseits, ihr braucht gar nichts zu machen. Wir sind hier in einer Situation wie der Prophet, a.s.w., in einer Situation in Mekka und keiner dort hat die Waffen erhoben. Keiner dort hat die Waffen erhoben oder irgendwas anderes. Und deswegen, liebe Brüder, verhaltet euch ruhig. Ich würde sagen, lasst diese Freaks einfach links liegen, Achi. Wer die Wahrheit sehen will, der hätte die Wahrheit sehen können. Wer die Wahrheit sehen will, hätte die Wahrheit sehen können. Achi, wer 5 Jahre lang nicht die Wahrheit gesehen hat, Achi, da keiner wurde beschimpft, keiner wurde blöd angemacht, überfreundlich gewesen die ganze Zeit. Versteht ihr? Und jetzt erzählen die, die wollen uns jetzt in so eine Ecke drängen, wie irgendwelche so diese Ghetto-Gangster-Türken, Araber-Gangs. Versteht ihr? So wollen die uns jetzt darstellen. Ja, hier werden die Nachbarn tyrannisiert und so weiter und so fort. Gar nichts. Aber wisst ihr, was das Tyrannisieren ist? Das Tyrannisieren ist für die, dass sie den Islam sehen. Liebe Schwester im Islam, wie gesagt, wir müssen Allah dafür danken, dass er uns zu Muslimen gemacht hat. Subhanallah. Erster Dank. Weil sieh dir an die Glücklichkeit in unserem Leben und dieses deprimierte Leben. Als ein Mensch, der keinen Sinn im Leben hat. Als ein Mensch, der nicht weiß, warum er morgen lebt. Und der da nichts anderes zu tun hat, außer unschuldige Leute anzugreifen. Und umso mehr du darüber redest, umso mehr du gegen Terrorismus redest, umso mehr du sagst, wir lieben unsere Frauen, umso wütender werden die. Aber Leute, das sind unsichere Menschen. Leute, ich habe ein bisschen Körpersprache studiert. Versteht ihr? Und ich habe sie gesehen. Ach, guck mal. Und ich kann sehr gut Situationen einschätzen. Ja? Ich habe zum Beispiel gesehen, weil der Suleiman, der hat ins Publikum reingeschwenkt. Und hat die Leute gefilmt, als der Hamza die Rede am Führen war. Und der Hamza ist eine ernste Rede am Führen und bringt ernste Argumente. Und ich sehe den von der Bürgerbewegung, den Wilfried Schulz. Er hat die Hände in der Tasche. Das ist immer ein Zeichen von Unsicherheit. Hände in der Tasche. Ein Zeichen von Unsicherheit. Das ist Körpersprache. Ja? Und geht hin und her und ist am Lächeln bei einer Situation, wo es gar nichts zu lächeln gibt. Das heißt, der hat eine künstliche Fassade aufgesetzt, weil der unsicher ist. Der ist selber unsicher. Ja, der ist unsicher, der tut die Hände in der Tasche, dann fängt er an zu lächeln, in der Situation, wo gar nicht sicher ist. Das heißt, der versucht sich zu verstecken. Hinter seinem Lächeln versucht er sich zu verstecken, weil er unsicher ist. Und er geht hin und her und möchte Bestätigung bekommen, weil er selber Kraft braucht für seine Sache, weil er keine Kraft mehr hat. Ja? Der wird noch weiterkämpfen, weil er hat nichts anderes zu tun. Das heißt nicht, dass der jetzt morgen aufhört, weil ich sage, der hat keine Kraft mehr. Aber das sind unsichere Menschen, die glauben gar nicht an das, was sie selber da erzählen. Die eine da, die diese ältere Frau, die guckt auch hin und her, ja, und dann fängt sie auf einmal, siehst du diese Wut im Gesicht für nichts. Deswegen auch einer haben den Hamza kritisiert, ja, warum hat der gesagt, guck mal, wie dumm sie sind und so. Leute, ich sage euch eins, ja, man kann das kritisieren, verstehst du? Leute, man kann so viel kritisieren, verstehst du, Bruder, aber irgendwann platzt dir auch mal der Hals. Das ist der Punkt, ja. Und irgendwann ist auch mal Schluss, das heißt, Achi, wir brauchen uns nicht mit irgendeinem Bruder, hätte vielleicht lieber das und hätte vielleicht lieber das, wie gesagt, zu beschäftigen. Fakt ist, Bruder, wir haben so viel gesagt. Wir sind 1000 Mal auf die Leute zugekommen. Komm, Herr Schulz, lass uns mal zusammensetzen. Wir haben mit denen geredet. Sogar meine Mutter, als die hier war, die hat gesagt, was sind das für Leute? Ich rede mit denen, die kapieren gar nichts. Ich rede mit denen, die kapieren gar nichts, die wissen gar nicht, wovon sie reden. Bruder, aber wie gesagt, was wir haben müssen ist, wir müssen jetzt Geduld haben. Bruder, deswegen sage ich euch, beschäftigt euch nicht damit. Beschäftigt euch nicht mit diesen Leuten. Einer bringt nichts mehr. Glaub es mir, wir haben alles versucht. Alles versucht. Was wir jetzt machen müssen ist, mach deine Dauerarbeit, bring die Leute hier hin und das war's. Versteht ihr, Bruder, weil man hat Wut. Man geht jetzt hin, provoziert. Ach, ihr glaubt mir,
Wenn du die gar nicht beachtest, dann werden die noch mehr wütend. Verstehst du? Werden die noch mehr wütend. Aber da kommen die gar nicht drauf klar. Ich hab's eben gemerkt, Bruder, der hat das voll nicht leiden können, dass ich den gar nicht beachtet habe. Verstehst du? Kommt da gar nicht mit klar. Glaubt es mir, beachtet die gar nicht. Macht eure Dauer. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Die Wahrheit ist klar. Und du ila sabila rabbika bil hikmati wa mu'izat al hasana wa jadilhum bilati ahsan. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Möge Allah diese Leute recht leiten. Allah.